Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Jawohl, das fröhliche Geweibe unserer Gegner geht heute frisch fröhlich weiter. Und ja, wir machen uns auch gleich mal dran. Irgendwo musste Magen. Irgendwo hier müsste noch so ein Gradler sein. Mhm. Oh. Aha. Warte hier kurz mal. Und Tschüssikowski. Jawohl. Haben wir ihn schon. Mua. Da drüben ist der zweite. Ich mag die Glocke. Ich mag sie. So was hätte ich gern bei Dishonored 2 auch, ehrlich gesagt. Das war jetzt gerade das Wasser, oder? Und Klingeling. Ah, das reicht. Das hat nicht gereicht. Ups. Supi. Ah. Ja, so geht's auch. Ich schaue mal, ob er mich entdeckt. Wenn nicht, dann. Ja, ist gut. Oh, wow. Das geht. Und tschüss. Und ab mit dir in die Schatten. Yeah. Hier ist eindeutig zu viel Licht. Da drüben. Ich glaube, uns wird jetzt hier niemand mehr sehen tun. Okay, jetzt muss ich einfach schnell sein, ne? Und Kavusch. Sehr, sehr gut. Schon sehr viel besser. So. Und nun. Jetzt wieder zurück. Lauf, lauf, lauf. Und gut ist. Jawohl. Husch. So, jetzt sind wir hier komplett durch. Wir sind sowas von durch. Normal dürfte jetzt auch keiner mehr am Leben sein von den Gegnern. Wie gesagt, normalerweise. Ich bin gespannt. So. Jetzt ist nur die Frage, wo geht's denn hier raus? Kann's mir vielleicht unser toller Rabe sagen? Na, nicht wirklich, ne? Oder? Na, das hilft mir ja nichts, das sind nur spezielle Fähigkeiten. Ich behalte die Schienen noch ein bisschen. Ich denke schon, dass man dann hier. Dass man hier drüben rauskommt, denke ich mal, oder? Ich schau mal. Ist hier noch irgendjemand am Leben? Ich glaube nicht, oder? Ach, verflixt. Ich musste ja da oben raus, ne? Entschuldigung. Das habe ich wieder versemmelt. Ah, hier war ja auch mal eine Lichtschranke. Okay, aber die bringt mir, glaube ich, nichts. Ich bin ja sowieso gespannt, wie viele Schriftrollen ich diesmal wieder übersehen habe. Mua. Horuk. Kam ich da nicht irgendwo raus? Hier nicht, ne? Halt, das war hier. Da. Okay, zuerst hier. Dann da. So. So, ja. Huch.
Duken. So. Weil sie hätte gemeint, wir sollen auf demselben Weg wieder raus, ne, wie wir reinkommen sind. Ja. Dann gehen wir doch einfach zurück. Und normalerweise, wie gesagt, es dürfte hier keiner mehr am Leben sein. Also denke ich mal, wir können ganz normal zurücklaufen. So. Und wohin als nächstes? Wo war das? Hier, glaube ich, irgendwo, ne? Kann ich darauf? Nö, oder? Mädel, wohin soll ich gehen? Rede mit mir. Das ist ja auch nur Licht, oder? Jo. Ist nur Licht. Sie meinte doch zurück. Geh zurück. Das versuche ich die längste Zeit. Ja. Geh zurück. Kann ja nur hier irgendwo sein, oder? Was haben wir denn da? Kann ich da nach hinten? Wohl eher nicht. Nö. Hier geht's ja auch nirgends weiter, oder? Dass hier aber auch überhaupt nirgendwo was steht, wo man hier raus kann. Das ist das, was mich wundert. Und Kuroso kann irgendwie auch nicht rufen. Mit R sollte ich ihn doch rufen können. Aber da tut es irgendwie gar nichts. Vielleicht ist es eine andere Taste. Ich hole mal was. Drück hier, drück hier, drück, drück. Drück hier, drück hier, drück. Ah! Es ist die Taste C. Okay, in die Richtung müssen wir. Okay, da. Schaut da. Doch da oben. Ja, aber die wollten mich da jetzt nicht drauflassen. Na, würdest du? Bitte? Wohl, geht's. Na, passt schon. Schriftrolle, Entschuldigung. Was war das? Wie peinlich. Was? Das warst du bei der Jagd, nicht wahr? Ich war jahrelang im Wald. Ich konnte nicht zurück zu den Menschen. Ich lebte jeden Tag von der Hand in den Mund, jagte und suchte nach einem Unterschlupf. Die Natur ist grausam, weißt du? Das hat mich wirklich verändert. Du bist zäher, als du aussiehst. Was hast du erwartet? Eine hilflose Prinzessin in einem Schloss? Naja, jetzt gerade bin ich wohl ziemlich hilflos. Aber warte nur, bis du mich siehst, wenn ich dank dir hier raus bin. Wenn du das sagst. Nebenbei bemerkt, ist es nicht seltsam, dass die Talismane alle, naja, dir gehören? Ist es, ja. Und ich kann dir sagen, dass mir das gar nicht gefällt. Besonders, weil diese Kairo-Grobiane meine Sachen anfassen. ja. Ich werde versuchen, nicht daran zu denken. Kurosu meint, dass nur noch ein Talisman übrig ist, bevor wir uns auf den Weg in die Stadt machen müssen. Ich frage mich, wo sie ihn versteckt haben.
Da bin ich sowas von gespannt. Wow! Rang A, nie entdeckt, aber ich habe immer noch nicht alle Feinde umgehauen. Es fehlen da immer noch 4? Wo sind denn die? Die können sich doch nur von mir verstecken, das gibt's ja gar nicht anders. 2 von 6 Sammelobjekten haben wir gefunden. Das ist ja unfassbar. Naja, Rang A immerhin. Ja. Dann gehen wir weiter. Setze deine Schattenessenz klug ein. Sie macht den Unterschied zwischen Leben und Tod. Sind sie einmal alarmiert, werden Gegner wachsamer. Das gilt auch, wenn sie nicht. Cool. Ein Gefängnis oder ein Palast? Wir werden es erleben. Mit der Alten stimmt da irgendwas nicht. Was ist das für ein Ort? Was zur. Ich weiß nicht, was es ist. Mein Volk hat es ganz sicher nicht gebaut. Wer dann? Die Kaiho? Wahrscheinlich so etwas Hässliches vor meine Stadt zu bauen. Was fällt ihnen ein? Aber es ist riesig. Wenn es vor dem Krieg nicht hier war, wie lange bist du dann schon gefangen? Ich wünschte, ich wüsste es. Ihre schmutzige Magie hat mich lange, zu lange wahrscheinlich schlafen lassen. Hoffentlich finden wir es bald heraus. Mit der stimmt definitiv was nicht. Punkt Nummer 1. Warum haben wir Visionen von dem neuen Schwanz? Jeder, der sich mit der japanischen Mythologie ein bisschen auskennt, weiß, neuen Schwanz ist gleich böse, obwohl es eine saugeile Figur ist. Wow, ehrlich gesagt. Zweitens, ist gefangen genommen worden. Drittens, wer ist diese böse Kaiserin da, von denen diese Lichtleute da immer gesprochen haben, diese Kaiho? Kurosu sagt, dass es hier einen versteckten Eingang gibt. Mir gefällt es hier gar nicht. Beeilen wir uns? Bitte, ja. Komm. Wie immer. Das sagt es auch noch so motiviert wie immer. Nee. Das werden wir sehen, mein lieber Freund. So, gespeichert ist es ja wieder. So. Gespeichert. Wen haben wir da? Da drüben ist ein Gradler. Ich habe keine Ahnung, wo diese Schriftrollen versteckt sein könnten, meine Lieben. Wie geht denn das? Wo sind denn die versteckt? Das kann ja nicht sein. Im Wasser. Das habe ich mir auch schon gedacht. Da, wo ich nicht hin kann. Ist ja krasses Pferd. Halt, ich will darauf mal kurz. Huch, danke. Bringt sich zwar nichts, ne? Na, bringt sie gar nichts. Okay. Ich finde das gerade gar nicht nett, ehrlich gesagt. Aha, okay. Was haben wir da? Schöne Schatten, das gefällt mir. Was bist du für ein Häusle? So bist du beim Bau geholfen. Beim Graben. Yep, ein paar von uns haben vor ein paar Jahren hiermit angepackt. Wir wollen den Jungs Respekt zollen, die wir im Krieg verloren haben. Im Vergleich zu diesen Erzgeweihten haben wir aber kaum einen Ziegel verbaut. Die wussten echt, wie man baut. Erzgeweihte? Ich erinnere mich gut an die Kaiho-Armee damals. Wirklich ein beeindruckender Anblick. Anblick. All die Geweihten der verschiedenen Elemente, so viele Gilden und noch irgendwas. Wir waren dabei, als Geschichte geschrieben wurde, Kumpel. Darauf trinken wir später ein. Ach so, Erdgeweihte, ich kann mir schon vorstellen. Ich denke mal, sowas in der Art, wie wir es von dem Anime, sag ich mal, Avatar kennen, denke ich jetzt mal. Irgendwie, ich denke. Ich kann das, ich kann denken. Da ist nix. Wow. Ah, ah. Du Gratler. Ich hätte eine Falle stellen sollen. Das mache ich gleich nochmal. Ich
Ich werde hier eine hübsche Falle stellen. Das ist, glaube ich, das Beste. Und natürlich. Leute, wie viele sind denn da? Eins, zwei. Mehr sind's nicht. Kein Grund zur Sorge. Die anderen sind auf der anderen Seite. Okay. Ich hoffe, hier gibt es auch einen Schrein später mal. Wow. Da ist ja noch so ein Gradler. Weißt du was? Ich würde ihn herzurufen. Es müsste weit genug weg sein. Na los, dreh dich um. Leise, bist du wahnsinnig? Tschüss, Sikowski. Und ab mit dir in die Schatten. Sauber. Perfekt. Aha, da steht auch ein Gradler. Den wäre gut hierher locken. Irgendwie. Oder darüber locken. Ah, da komme ich nur schwer hin, ne? Da oben ist sicher irgendwas. Das schaut schon sehr verdächtig aus. Aber zuerst wäre es mir lieb, diese Wache hier umzuhauen. Ich werde es mal hier versuchen. So. Und tschüss. So. Jawohl. Tschüss, Sikowski. So, dann würde ich sagen, natürlich gehen wir mal schauen. Was haben wir denn da? Na, ich will da hoch. Darauf, ich möchte. Danke. Aha. Hui. Aha, da draus kann ich auch. Look, look. Look, look. Nichts versteckt. Alter, ich schwöre, das ist das... Ich muss da viel genauer schauen, dass die sind so schwer versteckt. Ah, da unten krebs doch einer rum. Naja, da werden wir dann wohl von oben. Und so, ne? Kann ich ihn jetzt schon töten? Jetzt. Hoi, der K. Und in die Schatten. So, dann nochmal hier ruf, wenn es möglich ist. So. Gibt es hier irgendwas Verstecktes? Da hinten ist auch nichts. Da hätte ich jetzt echt was vermutet gehabt. Aber ich sehe da noch was. Aber da hätte ich nicht mehr raufkommen. Obwohl, doch geht. Schau, da hätte ich auch was vermutet gehabt. Nichts ist. So einfach ist es dann doch nicht, ne? Das ärgert mich voll. Für wieder 6 Talismane übersehen. 6 Stück. Puh. Das ist echt bitter. Aber wo könnten die versteckt gewesen sein? Wahrscheinlich bin ich einfach wie ein blindes Huhn dran vorbeigehüpft. Gelaufen, wie auch immer. So wird's sein. Da ist nichts. Okay. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Auf dem Dach vielleicht. Ist auch nichts. Da drüben auf dem Dach leuchtet auch nichts. So, check. So, husch. Haben wir hier etwas? Wasser, ne? Ach na, kein Wasser. Boah, jetzt hat es ausschaut zuerst wie Wasser. Hä? Wo bin ich denn da jetzt?
Da geht tatsächlich jemand. Oder ist es ober uns? Das könnte sein. Da, schau mal. Wow. Hab eine gefunden. Jawohl. Das heißt, eine neue Fähigkeit ist fällig, ne? Aber wo ist... Also geht ja nur die noch, ne? Kage. Verleiht Aragami kurzzeitige Unsichtbarkeit. Ja, dann nehmen wir es doch. Drücke E, um deine Schattenessenz aufzufüllen und für einige Sekunden unsichtbar zu werden. Du wirst wieder sichtbar, wenn deine Schattenessenz aufgebraucht ist. Mhm. Alles klar. Zurück. Merci. Sehr gut. Das hat ja schon nach einer Schriftrolle regelrecht gestunken, oder? Alter, die Schwammerl, die editieren auch voll und ganz. Aha. Da kommen wir wieder rauf. Na, großartig. Ah, na, guck mal nicht, das Gitter. Na, wohl doch sicher. Warum nicht? Wo sind wir hier? La 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 la. Jetzt kommen so viele. Ich wollte nur einen haben. Das hat nicht gespeichert. Ja, das war klar. Das war klar. Da kommen drei alles zusammen. Das heißt eine Falle hierher. Okay. Entschuldigung. Wow, Checkpoint hier? Meine Güte, habe ich ein Schwein, sag ich euch. Das ist wieder ein, das grenzt schon wieder an ein Verbrechen, dieses Schwein haben. So, das heißt Falle. Da kommen mindestens drei Gradler. Das ist ja schon mal gut. Also Falle. Und natürlich. Was? Na, ihr habt mich verdrückt. Was? Was? Da ist nichts passiert. So, also Falle. Ihr wart etwas zu weit hier herüben. Und natürlich, ich würde sagen. Na, schon wieder. Diese scheiß W-Taste. Heute habe ich es mit der E-Taste. E und W. Nebeneinander. Meine Wurstfinger. Echt. Kack-Wurstfinger. So. Also nochmal. E. Ich will das V haben. So. Ein Stückchen hierhin. Und V. So. Und wir verstecken uns. Circa in etwa. Hier unten möchte ich gern. Husch. Sehe ich das, wenn die. Das kann ich jetzt nicht sehen, ne? Jetzt eventuell? Und weg sind sie. Ich mag diese Fähigkeit. So. Jetzt haben wir Luft. Obwohl es hier eindeutig zu hell ist, können wir mal bitte das Licht ausmachen? Sonne, ne? Ist das da oben ein Symbol für Sonne? Für Amaterasu vielleicht sogar? Wow, endlich wieder Schatten. Das hier ist irgendwie nix, ne? Na. Tap, 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 tap. Da hinten ist... Ist das die Küche? Naja, zumindest irgendwas in der Art. Ah, da ist jemand. Einer oder mehrere? Schaut aus, wie wenn es nur einer wäre. Schleiche, schleich.
Aha, verstehe. Okay. Passt. Wow, was habe ich gemacht? Und tschüss. Na, jetzt hat er mich gesehen. Wurscht. Ab mit in die Schatten. Hauptsache der Gradle ist weg. So. Aber die Leute sind auch komisch, ne? Liegt überall Blut herum. Und die juckt's nicht mal, ne? Okay, vielleicht von der anderen Seite. Tap, 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 tap. So. Ist hier irgendwo ein Mistkerl? Nein. Tap, tap, tap. Da haben wir auch nichts. Tap, 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 tap. Langsam. Freund oder Feind? Da könnte auch irgendwas versteckt sein, ne? Bei diesen Mauern, Nischen, wie sie auch immer sagen soll. Was? War das gerade ein Bogenschütz? Nö, oder? Wir haben was gespeichert. Ein Schrein. Aragami, Kurosa hat mir gerade Neuigkeiten gebracht. Er meinte, der zentrale Raum ist unmittelbar hinter diesen Türen. In der Mitte ist eine Tür, durch die wir hindurch müssen. Allerdings ist sie durch eine Lichtdingens versperrt und so. Sie bezieht die Energie aus 4 Kugeln. Jede davon befindet sich in einem eigenen Raum, der einem Element gewidmet ist. Feuer, Wasser, Erde, Wind. Du musst sie alle zerstören, um an den Talisman zu kommen. Wie erfrischend. Ah, ja, ja, er ist so. Ja, okay. Ich mag ihn. Schön. 1, 2, 3. Okay. 1, 2 und dann da drin geht's weiter wahrscheinlich. Na, ich will aber noch nicht da. Ich will noch zuerst hier. Oi, oi, oi. Haha. Eine Falle vielleicht? Na, ich will da keine Falle. Das ist zu einfach. Will ich ehrlich gesagt nicht. Umdrehen. Bitte geh da durch. Ja, der Bogenschütz. Das ist tatsächlich ein Bogenschütz. Eins. Kommt jetzt noch jemand? Zwei. Wow. Ja, zu langsam. Ja, war zu langsam. Wie habe ich das so schön hinbekommen, zwei auf einmal umzuhauen? Oh, bitte nochmal F. Danke. Wie habe ich das so schön hinbekommen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich musste ich einfach stur warten. Ne? Los, geht zurück. So ist fein. Ich will ihn unbedingt daherlocken. Die Frage, wie weit der geht. Sehr gut. Hau nur ab. Geh weg. Gut, ich glaube, jetzt haben wir nur den einen. Das müsste jetzt nur normalerweise der eine sein. Jawohl. Und ab mit dir in die Schatten. Saubere Arbeit. Sehr gut. Da kommt der andere. Nein, nicht. Brauchen wir nicht. Reicht so.
So. Und weg mit dir. So, ja. Und pfuff. Dann der Bogenschütz. Alter! Du Mistfink, du Schircher! Hast du das gesehen? So ein Gradler. So, jetzt nur die Sache, wie kommen wir da jetzt ruf, ohne gesehen zu werden? Ja, und? Yes! Ich mag das. Und weg mit dir. Sehr, sehr gut. So, wo ist der andere? Da drüben geht er. Da muss ich jetzt echt schauen, dass wir, husch, irgendwie auf die andere Seite rüberkommen. Aha. Gut, hier geht's rüber. Kommt er schon wieder zurück? Ja. Am besten ein bisschen warten, bis er seine Position wieder einnimmt und dann hauen wir ihn von hinten weg. Ich sehe eine Schriftrolle, ihr auch? Ich habe sie gesehen. Und tschüss. Da drüben ist auch noch ein Gradler. Zuerst holen wir uns aber die. Yes! Ja, die sind in der Tat sehr böse versteckt. So, wie stellen wir das jetzt mit dem da vorne an? Ich würde sagen, wir locken ihn hier. Okay, sind wir zu weit weg? Jetzt vielleicht? Was, das geht nicht aus, hör auf. Und jetzt? Jetzt. Husch. Husch. Warten. Aber jetzt haben wir. Und pff, jawohl. Gar nicht mehr so schlecht. Die Schriftrollen sind echt böse versteckt. Böse, sage ich da nur. Böse. So. Was haben wir hier Tolles? Aha, einfach nur einen zweiten Stock. Fein, da würde ich sagen, wir fangen von da unten an, würde ich vorschlagen. Boah, sind da viele. Da wird sich eine Falle wieder auszahlen, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt eh wieder zwei über. Es ist aber nur einer, ne? Scheiße, die anderen beiden haben nicht gezählt. Ja, der ist verschwendet. Die Falle war jetzt das sauber verschwendet.
mich ein Stück nach vor. Oh, das Gespräch. Entschuldigt bitte, ich habe das Gespräch versaut. Der erste, der zweite. Tschüss. Der ist nicht mit. Geh weg. Ich bin viel zu riskant, meine Lieben. Viel zu riskant. Wow, weg da. Da kommt noch ein Gratler. Das passt mir gerade sehr, sehr gut. Und tschüss. Ja, bist du gescheit. Was ist das jetzt für die Runde? Oh, mit Überlänge. Entschuldigung, mit Überlänge. Ich bin schon voll neben der Spur. Entschuldigt bitte. Ja. Natürlich machen wir jetzt der Schluss. Das lief doch eigentlich ganz gut, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!